Good morning, morning. Hier ist Verrückte Ente. Und wir sind beim Verrückten Zoo 2. Und ja, es hagelt wieder Angebot hier rein. Du hast 28 Diamanten ausgegeben und erhältst nun 2 Diamanten zurück. Cashback-Aktion beendet. Hä? Okay. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Alter, habt ihr mitgezählt? Wie viele? Oh nein, hör auf. Nein. Wie viele Meldungen sind jetzt wohl wieder eingegangen? Also es ist ein bisschen viel immer. Ja, und das ist auch ein bisschen viel. Immer, dass die Besucher angezeigt werden, dass es dann aufhört. Wir werden heute ein... Ne, wir machen immer noch kein Pack-Opening. Aber ihr seht, ich habe wieder 300.000 plus. Die werden alle für Pack-Opening ausgegeben. Das nächste Let's Play ist ein riesen, riesen Pack-Opening. Ich werde ganz, ganz viele Kisten kaufen. Also das ganze Let's Play wird eigentlich darum gehen, dass ich mir eine Kisten kaufe und was wir da alles drin haben. Und ihr seht schon, ich gieße mehr als sonst. Das ist ein kleiner Tipp, den ich euch geben will. Ich schreibe am besten in den Titel schreibe ich schnell Leveln-Trick, ne? Kauft, also gerade jetzt, ne? Jetzt im Moment sind Pflanzen billiger. Kauft Pflanzen ohne Ende und stellt sie einfach überall auf. Stellt einfach überall Pflanzen auf, denn das Gießen gibt jedes Mal XP. Und ohne Witz, ich level jetzt nicht so groß. Ich gehe da einmal, zweimal am Tag vielleicht rein ins Spiel und allein durch das Wässern kriege ich jedes Mal so viel XP zusammen. Und ihr seht schon, ich habe einfach alle Pflanzen dahingestellt. Am besten ist wirklich, man stellt alle Pflanzen nebeneinander und kann man einfach mal schnell reingehen, die Pflanzen wässern und wieder raus. Ne, also ich eigentlich, ein nützliches Layout wäre hier echt am besten. Habe ich schon oft überlegt, ob ich das mache. Ich sag mal, wenn es hier Layout geben würde, so Wechsel, ne, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Alle Pflanzen einfach nebeneinander. Wenn das irgendjemand von euch gemacht hat, bitte Bescheid geben. Ich will unbedingt auf deine Farm, dein Zoo kommen, mir das Ganze angucken und mal bewerten und mal sehen, wie viele Pflanzen man nebeneinander stellen kann. So, aber das ist auf jeden Fall der Trick zum Schnellleveln. Die Musik ist wieder ausgegangen. Das nervt mich am meisten. Warum macht man Musik, die dann aber nach ein paar Sekunden ausgeht, nach einer Minute? Ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja so gar keinen Sinn. So. Und ihr seht schon, wie viele Punkte ich einsammle, nur mit Gießen. Ich habe da oben noch richtig viel Gießen hingestellt. Ich habe auch ein Level-Up gehabt. Ich habe jetzt, was für ein Tier habe ich jetzt? Alpakas. Ich habe Alpakas. Wir können gleich mal gucken, ob ich da was schon kaufen kann. Ja, ihr seht schon, ich habe überall jetzt Pflanzen zwischengequetscht. Eigentlich gehe ich immer nur online, hol schnell das Geld, ne? Zack, zack, Crazy Duck, weil ich für euch diese eine Folge machen will. Diese eine Folge, wo ich euch zeige, wie viel Kisten ich hole. Ja, aber ich habe hier jede Menge... Boah, ihr seht schon. Ich habe hier jede Menge Pflanzen jetzt reingemacht. Und alles gibt so viel Punkte. Das ist wirklich richtig gut. Macht das. Das ist mein ultimativer Trick. Ich habe sogar noch Pflanzen, die ich aufstellen könnte, glaube ich. Ja, hier 20 Tannen und alles. Und ganz egal. Also bei mir ist jetzt wirklich mittlerweile egal, wie mein Zoo aussieht. Hauptsache Punkte. XP, 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 XP. Deswegen stellen wir jetzt gleich auch noch die Blumen. Ach, die Blumen. Die restlichen Bäume oder Pflanzen stellen wir auch noch irgendwo hin. Weil umso mehr Pflanzen, umso mehr XP, umso schneller leveln. Mega Trick, mega Trick. Ja, ich wette, ihr seid selber drauf gekommen, aber wahrscheinlich hat es noch nicht jeder gemacht. Ne, jeder kann sich das halt selber denken, aber vielleicht hat es noch nicht jeder gemacht. So, reparieren.
Und ganz ehrlich, wenn ihr Geld sammelt, ihr müsst doch nicht immer reparieren und die Tiere füttern und so. Geht einfach zwei, dreimal am Tag rein, sammelt nur das Geld ein und geht halt wieder raus. Ne? Fertig. Habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht. Weil ich sammle halt Geld für diese Kisten, für die seltenen Kisten. Ne? Die werden wir öffnen. Wow, ich habe sogar eine Retro-Truhe. Ja, cool. Also Pack-Opening. Wir werden eine Retro-Truhe machen. Eine epische und ungefähr 40 seltene. 40 seltene. Heiliger Vater, ohne Witz. Ich denke mal, da werden einige Puzzleteile zusammenkommen. Das wird auf jeden Fall episch, episch. So. Und dann werde ich mir auf jeden Fall auch ein bisschen was kaufen. Ich habe mir jetzt sehr lange nichts gekauft, ne? Keine Tiere, kein nix. Bin auch am Überlegen, ob ich überhaupt. Ich könnte jetzt schon wieder züchten, aber will ich das? Will ich züchten? Eigentlich nicht, weil das kostet wieder Geld. Dann habe ich weniger Geld fürs Pack-Opening. Ich denke, ich werde nur ein oder zwei Tiere züchten jetzt. Und zwar vielleicht Hasen, weil ich habe ja jetzt selber Hasen und deswegen will ich Hasen unbedingt leveln. Ich will ganz viele Hasen haben. Hasen, 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 Hasen. So, dann hier die Koalas, weil da habe ich noch gar nichts. Ne? Also sind immer noch Level 1. Also auch levelt ruhig Sachen, die ihr noch gar nicht habt. Ne? Vergesst nicht. Hört auf der Ente. Hört, was sie sagt. So, das reicht. 346.000 Münzen habe ich noch. So, sammeln wir hier nochmal ein. Ihr habt gesehen, ich habe 28 Diamanten ausgegeben. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, oh Ente, wo hast du schon wieder die Diamanten ausgegeben? Und ich verrate es euch jetzt. Moment, muss man eben hier sauber machen. Der Fuchs, wollte ich sagen. Der Wolf, der macht hier mal alles dreckig. Kann ich nicht irgendwie vielleicht sogar, was kostet denn so ein Wolf? Was kostet ein Wolf? Der kann ja nicht so viel kosten, oder? 30.000. Aber kann ich nicht kaufen. Ist schon eins von eins. Wollen wir mal nach Puzzleteilen gucken. Tiere. Haben wir hier irgendwo einen Wolf? Da! Was würde das Vollenden kosten? 1.200. Könnte ich mir leisten. Keine Frage, ne? Könnte ich mir echt leisten. Aber möchte ich das? Nö, möchte ich nicht. Also kein Interesse. Hier oben das Alpaka oder was? Alpaka. Vollenden. 1000, ja. Also Alpaka kann man auf jeden Fall schon holen. Hier einen zweiten. Oh, was kostet. Ja, nee. Das kostet zu viel. Gibt also auf jeden Fall auch Tiere. Da können wir mal gucken, dass wir die irgendwann mal. Guck mal hier. Könnte ich auch vollenden. Ziege. Ey, sowas gibt's nie, ne? Beim. Also. Ihr wisst, ich halte nicht so viel von, wo ist es denn? Von diesen Events, die man machen kann für die ganze Gemeinschaft. Diese Wettbewerbe. Warum? Da gibt's Ziege! Ziege gibt es! Start! Ja, mega! Ziege gibt es! Karte abgeben. Habe ich Karten? Nee, ich will kein Geld geben. Ja, geil! Ich kann wirklich Karten geben, ne? Nur eine? Kann ich nur eine Karte geben? Und da auch nur eine? So, ich gebe einfach mal die beiden. Keine Ahnung. Danke, dass du zwei Karten für den Wettbewerb gespendet hast. Dafür erhältst du 47 Rufpunkte. Ja, danke. Okay, also wenn ihr das seht, meine Gemeinschaft, falls überhaupt noch einer von euch spielt. Ihr könnt das auf jeden Fall machen. Ziegen hat, glaube ich, jeder irgendwie so eine Karte über oder so. Vielleicht gewinnen wir ja mal was oder so. Ne, man weiß es nicht. Wir haben ja irgendwie noch nie so richtig diese Sache mitgespielt. So, und das, was ihr mitnehmen könnt von diesem Let's Play von heute, ist. Hört auf der Ente. Nein, Quatsch. Ist. Wie man schnell XP macht und so, ne? Wir werden hier oben jetzt noch die Bäume hinstellen. Das wird auch nochmal fett XP geben. So, hier, einfach die Tannen.
Muss nicht schön aussehen, ist total egal. So, guckt mal, wie doof das aussieht. Ich stell die einfach dahin. Also ganz ehrlich, ist mir egal, wie das aussieht. Hauptsache, ich werde die einfach da gießen und fertig, ne? Hier auch noch. Ich meine, ich kann die notfalls, kann ich die immer noch irgendwo hinstellen. So, das ist einfach. Oh Gott. Ist egal, ist egal. Da geht es wirklich nur darum, die Punkte zu kriegen. Ne? XP, XP, XP. Ich weiß, wiederhole mich, wiederhole mich, wiederhole mich. Deswegen habe ich auch die hier hingestellt. Sieht auch nicht schön aus, ne? Dann werde ich jetzt noch das da hinstellen. Das da. So. So. Nein, nein. Oh Mann. Ey, stell dich doch dahin. So. Und dahin. Nein, nein. Da. Da. Dann mache ich nämlich. So, den einen muss ich aber wieder löschen. Den. Kann man den da wieder? Nein. Verkaufen. So, weg damit. Und da muss ich jetzt noch was anderes reinstellen und da oben muss ich den Weg noch zu Ende machen. Aber wieder ein bisschen mehr zum Gießen, ne? Gießen, gießen. Wir fahren alle nach Gießen. Gießen. Gibt es eine Stadt, die Gießen heißt? Bestimmt, ne? Habe ich schon mal gehört irgendwo. Irgendwas, irgendwie. Habe ich schon mal gehört. Boah, dass die Musik nicht läuft, das stört mich so extrem. Ganz ehrlich, wo habe ich denn den her, bitte? Ja, geil, wo habe ich denn den her? Keine Ahnung. Muss man den auch gießen? Ich habe dieses Halloween-Ding habe ich gar nicht mitgemacht. Überhaupt nicht, ne? Also ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ja. Hätte ich mitmachen können, wäre auf jeden Fall cool gewesen. 46 Besucher. Ja, mega. Hätte ich mitmachen können, wäre auf jeden Fall schlau gewesen. Aber irgendwie habe ich da nicht so aktiv gespielt und ja, ich habe es irgendwie nicht gemacht. Boah, wie viele Leute hier rumlaufen, wie viele Kinder. Nur schwarze Männer? Nee, da ist eine blonde Frau. Okay. Hier, Adventskalender. Nicht vergessen, immer schön öffnen. Sind immer Puzzleteile drin, ne? Habe ich die zwei. 10 Mal? Was ist denn das? Wow. Hä, ich habe doch die zwei schon geöffnet gehabt. Ist das ein Bug? Keine Ahnung. Ich habe die zwei eigentlich schon geöffnet am Handy. Jetzt nicht am PC. Ob das einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt 10 Mal irgendeinen Weg bekommen. Ja, wie cool ist denn der Weg, bitte? Der ist gut. Übrigens, die 28 Diamanten wollte ich euch auch noch zeigen. So, wie ihr seht, habe ich hier richtig Fettplatz. Also hier ist ja richtig Fettplatz, ne? Ich kann hier nochmal einen ganzen Zoo hinbauen. Da muss ich jetzt irgendwie von irgendwo hingehen. Muss irgendwo einen Weg lang gehen. Also entweder hier oder so, ne? Muss ich mal gucken. Oder von da hinten. Das müsste auch passen. Oder ich stelle den Wolf einfach woanders hin und dann geht es nach hier weiter. Also hier ist richtig viel Platz. Richtig viel. Da wird noch viel passieren. Und ich bin raus, Leute. In der Endcard ist noch ein Video. Und nicht vergessen, Adventskalender läuft. Da gibt es viele Gewinne bei mir. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Schaut einfach das Video, wo ihr wisst. Ah ne, man kann ja nicht neu teilnehmen. Bewertet einfach die ganzen Videos, die kommen. Habt Spaß dabei und ich bin raus. Tschüss.